Heute geht es um die Zerstörung des Internets. Ich enthülle dir eine außergewöhnliche Vision von Erzengel Michael, der ja als Beschützer der Balance und Krieger der himmlischen Reiche gilt und der eventuell in einer dramatischen Wende die unkontrollierbaren Kräfte des digitalen Zeitalters bekämpfen wird. Dieses Video ist ein Muss für alle, die mit der geistlichen Welt verbunden sind, aber gleichzeitig auch die Techniken nutzen, die uns das Internet bietet. Also bleibt dran, es ist sehr spannend heute. Achtung! Es ist wichtig zu verstehen, dass sich diese Botschaft nur auf den negativen Teil des Internets bezieht, wie zum Beispiel Datensammlung, Kontrolle, Propaganda oder Pornografie. Erzengel Michael sagt, dass dieser negative Teil so nicht bestehen bleiben kann. Denn wenn das Schlechte das Gute überwiegt, ist die göttliche Ordnung aus dem Gleichgewicht. Dieses Video soll keine Angst machen, sondern aufklären und unterstützen. Die positiven Eigenschaften des Internets wie Vernetzung, soziale Interaktion, spiritueller Austausch, Weiterbildung und Verbreitung des Lichtes bleiben erhalten und werden weiterhin von der geistigen Welt gestärkt. Es gibt nur einen, der nichts vergisst, und das ist Gott. Es gibt nur einen, der uns alle erschaffen hat. Die Wesen auf der Erde, das Universum, die anderen Planeten, die anderen Wesen im Universum, all das hat Gott erschaffen. Und die göttliche Ordnung entspricht dem, dass Gott niemals vergisst, dass Gott alles weiß. Und es gibt einen Mechanismus für die Menschen. Die Menschen unterliegen dem Verdrängen und dem Vergessen. Die Menschen können vergessen und sollen auch vergessen. Denn diese Fähigkeit des Vergessens bringt Menschen zusammen und sie können sich vergeben. Und das ist ganz wichtig, dieses Vergeben und Verzeihen, denn dadurch entsteht Harmonie und man hat sich wieder lieb oder ist neutral zusammen. Wenn das wegfällt, wenn sich Menschen immer an alles erinnern können, widerspricht das der göttlichen Ordnung und wir hätten ständig Krieg. Und die geistliche Welt beobachtet ja die Erde immer. Wie ist die Balance? Erzengel Michael ist zuständig für die Balance. Und wenn etwas der göttlichen Ordnung nicht mehr entspricht, wird er aktiv. Das bedeutet, und es steht auch in vielen Büchern, in den alten Büchern, in den alten Wissensbüchern, zum Beispiel Bibel oder Koran, steht drin, dass die göttliche Ordnung die Grundlage für unser Leben hier ist. Und sobald diese göttliche Ordnung aus der Balance kommt, muss sogar eingeschritten werden. Man für die geistlichen Wesen oder Gott wird dies nicht zulassen. Neben dem Internet, was aus der Balance gekommen ist, weil dort immer alles steht, gibt es noch einen Punkt. Das ist das Plastik. Das heißt also, das Plastik bringt unsere ganze Erde aus der Balance, weil es nicht vergeht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Monat lang Fisch essen würdest aus dem Meer, Meeresfrüchte, Fisch, dann hättest du die Menge von einer Kreditkarte in deinem Magen. Hättest du das alles gegessen, dieses Plastik. Dass das nicht gut tut, ist ja schon klar, ne? Weil es verrottet ja nicht, das bleibt dann auch in deinem Körper drin. Und dieses Mikroplastik oder Nanoplastik, das finden wir in den Meeresfrüchten, Fische und andere Meerestiere. Vielleicht sagst du jetzt, oh, kein Problem, ich bin ja Vegetarier oder Veganer.
Dann sage ich dir, pass auf, wenn du Wasser trinkst, auch dort und auch beim abgefüllten Wasser können Mikroplastikteile enthalten sein. Im Salz, das wisst ihr bestimmt, im Meersalz befinden sich viele Mikroplastikteile. Und auch, und jetzt aufgepasst, im Bier. Aufgrund der Wasserquelle und des Brauprozesses kann auch Bier Mikroplastik enthalten. Oder im Honig und im Zucker, auch da, und das kommt durch die Luftverschmutzung der Mikroplastikpartikel, die sich da im Honig bei den Bienen einnisten können. Dass auch hier Gott eingreifen wird. Und zwar gibt es Bakterien. Bakterien, es gibt neue Bakterien, die diese Plastikteile aufessen. Ich habe euch ein Bild gemacht zum Anschauen. Man kann es schlecht aussprechen. Die heißen Ideonella sakaiensis zum Beispiel. Oder Pseudomonas sp. Oder Aspergillus turbinensis oder Bacillus sp. Das sind die Namen der ersten Bakterien, die entdeckt wurden, die Gott erschaffen hat, damit sie dieses Plastikzeug auffressen. Alles, was viel Schlechtes in die Welt bringt, wird früher oder später wieder vergehen, weil es der göttlichen Ordnung entspricht. Plastik gibt es schon seit 1907, also 117 Jahre. Das hieß früher Bakelit und es gibt es immer noch, dieses Bakelit. Auch bei den Autos muss man genau überlegen, wie viel Gutes bringen sie, wie viel Schlechtes bringen sie. Das erste Auto kam 1885 von Karl Benz. Das ist 139 Jahre her. Und all das zusammen, was gerade so geschieht auf der Erde, das sind jetzt nur, bitte nur zwei Beispiele. Gerne könnt ihr unter das Video noch andere Beispiele bringen, die nicht in der göttlichen Ordnung sind. Wir werden es zusammen anschauen. All das, was nicht in der Ordnung ist, wird von der geistigen Welt wieder in die Ordnung gebracht. Und wenn du überlegst jetzt diese 100 Jahre, 117 oder 130 Jahre, wo also jetzt das Plastik oder wo es die Autos gibt, das ist für die geistige Welt ja weniger als eine Sekunde, wenn man das mal jetzt von der Zeitmaß her vergleichen würde. Und das bedeutet, dass wenn so etwas geschieht, es auch dann in einer kurzen Zeit, in einer ganz kurzen Zeit für uns geschehen wird, die wir vielleicht gar nicht in dem Moment so sehr begreifen können. Du kannst dich auf die Botschaft freuen, die ich dir gleich geben werde von Erzengel Michael. Und ich muss dir auch sagen, es gibt von Smarana die Phase 2 von der Plejadenschule bald, weil die Plejaden haben auch wichtige Technologien entwickelt, um diese Balance zu unterstützen. Wir sind in der heißen Phase 2. Seit diesem Jahr hat sich alles verändert. Ich werde dazu nochmal ein besonderes Video machen. Links findest du unter dem Video, schau dich mal um. Und wenn du jetzt vielleicht überlegst, was könntest du in diesem Ganzen für eine wichtige Rolle spielen? Wie kannst du dich einbringen? Was kannst du dazu tun? Dann gibt es von uns auf der Webseite einen kostenlosen Test, wo du deine spirituellen Bestimmungsfelder herausfinden kannst und dann da weißt, auf diesem Gebiet kann ich wirken. Das sind meine Anlagen. Auch dieser Link ist unter dem Video. Und jetzt freue ich mich auf die Botschaft, die ich euch geben werde. Und ich verabschiede mich jetzt auch schon gleich von euch, weil wir werden die Musik noch ein bisschen länger laufen lassen, einfach um die Energien noch länger zur Verfügung stellen zu können von Erzengel Michael. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn du immer solche wichtigen Botschaften
erhalten möchtest, solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video rauskommt. Der himmlischen Ordnung betrete ich diesen Raum mit dem Licht, was alles erhellt und leuchtet, erkenne ich Erzengel Michael. Die hinderlichen Seiten auf der Erde erkenne ich das Ungleichgewicht, was nicht der göttlichen Ordnung entspricht. Und so bin ich heute gekommen, um dich dabei zu unterstützen, noch mehr in deine Kraft zu kommen, damit du gewappnet bist, wenn die geistige Welt eingreifen wird. Wir sind Diener Gottes, wir die Engelwesen. Und wir befolgen das, was Gott uns befiehlt. Und so bin ich zurzeit sehr aufmerksam, um die göttliche Ordnung zu halten. Und es gibt eine Diskrepanz, die mich sehr wachsam sein lässt. Und das ist das natürliche Gleichgewicht von Vergessen und Vergeben. Dieses Gleichgewicht ist gestört. Und ihr lieben Menschen, ich sage euch, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, wird sich Mutter Erde in Absprache mit der göttlichen Intelligenz und der höchsten Liebe verbinden und dementsprechend reagieren. Und liebe Menschen, ich muss euch sagen, es liegt mir sehr am Herzen, dass es euch gut geht. Und es liegt mir sehr am Herzen, dass es der Erde gut geht. Und dies kann nur sein, wenn ihr euch alle der göttlichen Liebe zuwendet. Und dies beginnt damit, dass ihr euch gegenseitig helft, dass ihr euch unterstützt und für euch da seid. Und ich weiß, dass jetzt ein jeder von euch dies in seinem Herzen fühlt. Und das gibt mir wiederum Kraft und Freude, weiter zu dienen. Und so möchte ich gerne, wenn ihr es erlaubt, wenn du es erlaubst, bei dir selbst das göttliche Gleichgewicht herstellen. Und wenn du es erlaubst, dann lege jetzt deine Hände auf dein Herz. Ich sehe deine Handbewegung und werde für dich wirken. Und so fließt ein über deine Hände meine Liebe und mein Licht in dein Herz. Es reinigt deine Gedankengänge, deine Emotionen. Es stellt in dir selbst das Gleichgewicht her. Dieses mein hohes Licht, was voller Liebe zu dir fließt. Und was ich dir voller Liebe schenke. Und so lass dir ein wenig Zeit und gib dich hin. Erlaube dir, dich so tief fallen zu lassen, wie es möglich ist. Denn dann werden die Energien der Balance, dein inneres Gleichgewicht herstellen. Sie werden dich
stärken und kräftigen. Und so gebe ich dir jetzt ein wenig Zeit und in dieser Zeit übertrage ich dir all die Energien, die jetzt in diesem Moment richtig, wichtig und gut für dich sind. Und so ist es geschehen. Altes, was nicht mehr zu dir gehörte, wurde entfernt. Die Energien des Vergebens und Verzeihens wurden verstärkt, sodass du in der Lage bist, deinen Mitmenschen mit Liebe zu begegnen und jeden zu achten, so wie er ist. Denn ein jeder Mensch hat eine Aufgabe übernommen. Und so sehe ich, wie deine Seele aufatmet und wie du gestärkt deinen Kopf hebst und voller Würde jetzt vor mir stehst. Du stehst in deinem Urzustand, deiner Seele, in deiner vollsten Kraft vor mir. Und diese Kraft, sie wird dich begleiten und dir Mut machen, deinen Weg weiterzugehen. Und so sei gewiss, dass ich an deiner Seite bin. Und du mich stets rufen kannst, wenn du mich benötigst. Und so darfst du deine Hände wieder vom Herzen loslösen. Wertvolle Energien wurden übertragen. Und ich bin voller Zuversicht, dass alles gut wird. Und so sende ich dir meine Liebe und mein Licht. Erzengel Michael ist bei dir. Thank you.
Musik.